Vahana, Ganesha, Parvati, Ganapati. Das klingt doch irgendwie wie die Vorspeisenkarte vom Inder um die Ecke, oder? Oder vielleicht auch wie der Wochenübungsplan vom gemischten Damen-Yoga-Club. Aber, Blowcake, weit gefehlt, bei dieser launigen Aufzählung handelt es sich um die Produktpalette des Aschaffenburger Boutique-Pedal-Herstellers Demon Pedals. Pedale handmade in Germany, verpackt und siebbedruckt in hübsche Döschen mit tollen Grafiken drauf und, wie ihr auch schon gehört habt, noch viel ausgefeilteren Namen. Ich habe mir gleich das ganze Testset kommen lassen, um mal die Runde zu machen. Und es gibt hier das, jetzt muss ich gucken, dass ich mit den Namen nicht durcheinander komme. Vahana ist der Boost. Hier gibt es nur einen Boost-Regler, also Volume, der hier Kama heißt. Dann haben wir jetzt, ich glaube, Parvati ist die Big Muff-Interpretation. Fett, Low-End, ohne Ende für Sludge-Stoner, Post-Rock, whatever Geräusch, Kulisse ihr braucht, aber auch für mildere Gangarten. Viele, viele lustige Regler. Wir haben Kama, also Volume. Wir haben Sleep, das ist hier im Allgemeinen die Bezeichnung für Gain. Und wir haben Tone und einen separaten Mittenregler, der heißt Mids. Und wir können Germanium und Silizium oder beides einschalten. Und hier gibt es noch einen Regler, von dem ich nicht weiß, was er macht, aber der macht lustige Sachen. Ein mörderflexibles Pedal, standalone oder gestackt, ganz super. Und hier haben wir dann als nächstes Ganapati. Ganapati ist ein Doppelpedal, besteht aus zwei Pedalen, die es auch einzeln gibt, und zwar nämlich dem Vahana Boost auf der einen Seite und dem Ganesha Drive, das ich nicht separat hier habe. Und das hat ganz klassisch einen Gain-Regler, einen Volume-Regler und einen Tonregler. Man kann zwischen Silizium und Germanium und Fett-Transistoren hin und her schalten. Und man kann auch vor allen Dingen den Boost in der Reihenfolge ändern. Und als letztes in der Reihe das, ich wollte gerade sagen Miso, aber das ist eine Suppe, Kijo. Kijo, ein Fuzz basierend auf dem klassischen Fuzz-Face mit einem eher interessanten Transistor drin, dessen Bezeichnung ich vergessen habe, und einem Schalter. Ich glaube, der macht den Bassbereich dünner. Und das ist ein wirklich cooles Fuzz mit einer sehr eigenen Note und es stackt sich vor allen Dingen gut mit anderen Overdrives. Und da heute Sonntag ist, zumindest bei mir jetzt gerade, machen wir heute kein Standard-Review, dass wir die Dinger hier durchgeniedeln, sondern heute Abend ist Blues Session, da gehe ich hin und deswegen packe ich mir jetzt ein kleines Brettchen, knall die Dinger da alle drauf und dann gucken wir mal heute Abend, was wir auf der Session damit so anstellen. Also, ich habe das mal auf mein kleines Travelboard draufgepackt und damit ziehe ich gleich los und werde mal die Session unsicher machen. Und mal gucken, was die Kollegen dazu zu sagen. Ich schließe das mal kurz an und teste, ob alles funktioniert. '78er Les Paul Pro Deluxe mit P90 Pickups. Eine super Session-Gitarre. Die hat den Blues, wie man hören kann. Ganz wunderbar. Und weil ich so ein verwegener Bursche bin, werde ich das Vahana Boost, weil das habe ich jetzt zweimal auf dem Board, noch austauschen gegen diesen kleinen Tuner, weil ein bisschen gute Stimmung kann nie schaden. Und somit auf geht's, ab zur Session. Also. So, los geht's. Große Session-Action hier mit dem Demon Pedals Board. Ich baue das jetzt mal hier auf. Aber ich glaube, ich kann die Kamera nicht switchen. Deswegen schalte ich jetzt nochmal ab. Und wir gucken noch mal.
Putin. So, das war sie schon, die erste Runde mit Demon Paddles Paddleboard. Leider habe ich nur in meiner Hosentasche gefilmt gerade, deswegen gibt es nichts weiter zu sehen, aber wer weiß. Qualifizierte Meinung zu diesem herrlichen Paddleboard und den Effekten ab. Ja, also außer dem Tuner habe ich auf dem Overdrive gespielt. Ich weiß gerade leider den Namen nicht. Sieht aber geil aus. Ganesha Drive, genau. Ja, glaube ich. Und das hat mich gerade geflasht, muss ich ganz ehrlich sagen. Lieber Pete, da müssen wir nochmal drüber reden. Wir beide. Ja. Ja, Freunde, das war sie auch schon wieder, die Session mit Demon Paddles. Wir haben die Scheiße aus den Dingern rausgerockt, so gut wir konnten. Und mittlerweile sind sie auch schon wieder verstreut in alle Winde, deswegen können sie euch nicht Tschüss sagen. Geblieben sind lediglich ein Button, ein Plektrum und die Erinnerung an wahnsinnig guten Sound. Also Demon Paddles, die Pedale mit dem geilen Ton und den noch viel lustigeren Namen. Ich warte auf die Shakaluka und Krimi Tambo Edition und bis dahin sage ich Namaste und Rock'n'Rollski.